Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um ein paar Fragen rund um die digitale Situation an der Hochschule zu beantworten. Mit dem Stand heute haben wir eine Außenanbindung von einer Glasfaser mit 10 Gigabit und sind, was das angeht, bei, glaube ich, allen Hochschulen ziemlich gut aufgestellt. Also das macht dann schon Spaß. Und da haben wir dann angefangen, halt WLAN zu installieren. Es wurde immer mehr. Und dann war eben der Effekt, der auftritt, wenn ein Netzwerk mal 25 Jahre alt ist, fängt es an, Zicken zu machen. Und das WLAN-Problem war tatsächlich eins von denen, weil es war nicht festzumachen, woran es liegt. Immer wenn ich geschaut habe, war es nicht da. Ich habe es ein paar Mal live miterlebt, aber man konnte es nicht nachvollziehen, weil immer wenn es aufgetreten ist, hat gerade keiner irgendwie aufs Netz geschaut. Also ganz komplizierte Geschichte. Und das war eben der Punkt, da wir jetzt gesagt haben, vor Corona in den Semesterferien reißen wir unten alles raus, machen neu rein. Es gibt auch viele alte Komponenten, die uralt sind, das machen wir neu. Ja, und dann kam Corona. Und in dem Moment, da wir alles rausreißen wollten, hieß es, nee, dürft ihr nicht, weil jetzt muss die Infrastruktur funktionieren. Die Leute müssen von außen drauf zugreifen können. Und da haben wir in einer Hauruck-Aktion, was meistens mit Nachtaktionen oder Wochenendaktionen stattgefunden hat, scheibchenweise unser Netz erneuert. Irgendwann kam auch eben der WLAN-Teil dran. Und nachdem das ausgesteckt war und die neuen Komponenten drin waren, hatten wir plötzlich ein WLAN, was richtig gut funktioniert. Und das ist auch ziemlich schnell. Was die Abdeckung angeht, da wird dran gearbeitet, aber das muss auch mit dem Hochband gemacht werden, weil da kriegen wir wirklich keine Kabel verlegt. Da ist jetzt aktuell der Plan, dass wir auf den Flachdächern vor den Fenstern Access Points installieren, so Außengeräte, und quasi in das Gebäude reinstrahlen, dass wir auch dort eine flächende Abdeckung haben. Unten in den Fluren im Keller mittlerweile haben wir eine sehr gute Abdeckung. Und Geschwindigkeit kann man an den Geräten nicht mehr machen. Wenn es wohl eine Lücke gibt, gerne melden. Wir müssen einfach gucken, kommen wir da irgendwie mit dem Kabel hin. Wobei die Situation wird besser. Also bei jeder Baumaßnahme, die aus irgendeinem Grund stattfindet, wenn es die Möglichkeit gibt, lassen wir gleich immer noch, ob wir es gerade brauchen oder nicht, eine Glasfaser zu legen. Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert, wenn das Haus sich langsam wieder füllt und mehr Leute da sind. Benutzung allgemein, also das Problem, wirklich das WLAN-Problem, ist meines Erachtens glücklicherweise komplett gestorben, weil das war ganz furchtbar. Also das war echt schlimm. Als dieses Gebäude gebaut worden ist, Anfang der 80er Jahre, hat man ganz stolz alle Räume gegeneinander schallisoliert. Die isolieren dummerweise den Schall gar nicht mal so gut, aber dafür die WLAN-Signale exzellent. Wir kommen zum Teil nicht mal durch die Türen durch mit unserem Signal. Das ist auch sehr problematisch. Wir können nicht einfach von einem Zimmer ins andere ein Kabel ziehen, weil man diese schallisolierenden Wände natürlich nicht durchbohren darf. Wenn wir an manchen Stellen Leitungen legen, muss das vom Brandschutz sehr intensiv getestet werden, ob das überhaupt möglich ist. Also das ist leider die Konsequenz aus dieser sehr schönen Architektur. Sie ist nicht WLAN-optimiert. Hier ist das Problem, wir haben jetzt mittlerweile sind wir bei 42 Access Points im Haus. Und da die Feinheiten einzustellen, wann wechselt er? Aber das ist tatsächlich Feintuning, das lässt sich nicht automatisieren. Also ich glaube, das Besondere an der Situation, dass ich hier bin, ist, dass zum ersten Mal die Hochschule eine Person hat, die mit einer halben Stelle, also 20 Wochenstunden, nur dafür da ist, sich mit E-Learning oder mit der Lernplattform zu befassen. Alles, was in den letzten Jahren bisher passiert ist, was wahnsinnig verdienstvoll ist und wirklich eigentlich auch bahnbrechend, ist vielleicht übertrieben, aber es ist jedenfalls sehr viel passiert, aber immer nur am Rand von dem, was man neben dem Unterricht noch machen konnte. Und durch das Projekt haben wir jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, eben, ich konnte mich da hinsetzen und nur schauen, was finde ich denn da vor, was kann man da machen, was ist strategisch sinnvoll, ohne dass ich durch meinen eigenen Unterricht darin irgendwie gesteuert oder behindert wäre. Also wir haben diese Plattform eigentlich fast an der Verwaltung vorbei aufgesetzt, weil es für so ein Projekt eigentlich keine personellen Mittel gegeben hat. Das war aber immer so, dass das quasi ein Angebot war. Wer das nutzen wollte, konnte das nutzen. Relativ frei ist, stand jedem offen. Das ist genutzt worden, aber nur von einem Teil der Lehrerschaft.
Also es ist fast eine Ironie der Geschichte, dass wir geplant hatten und auch entsprechend kommuniziert, für das Sommersemester ein Pilotprojekt zu machen, mit dem Ziel, ein paar mehr Lehrer aus allen Bereichen auf die Plattform zu kriegen. Ich hatte im Wintersemester auch ein paar Schulungen angeboten, habe dabei insgesamt 6 Lehrende erreicht. Also das heißt, mein Plan, dieses Pilotprojekt zu machen, um so eine Art Gruppendynamik zu erzielen, schien mir eigentlich am Ende des Semesters, Ende Januar, noch ziemlich aussichtslos. Und ich dachte, wir müssen halt einfach irgendwie weitermachen und schauen, so viel wie möglich zu arbeiten. Und jetzt haben wir unser Pilotprojekt. Naja, es wird schon deutlich besser genutzt. Vielleicht ein paar Zahlen. Wir hatten so vor Corona eine durchschnittliche Benutzerzahl auf Clarian am Tag zwischen 5 und 15 Leuten gleichzeitig. Im Augenblick pendelt das zwischen 70 und 170 ungefähr. Also wir haben eine dramatische Mehrnutzung. Ich glaube, dass die Leute, die das System jetzt nutzen, das weiterhin nutzen werden. Ich glaube, dass gezwungenermaßen viele Dozierende jetzt sehen, was das an Vorteil bringt. Und ich hoffe, dass es mittelfristig dazu führt, dass die Dozierenden auch neue Modelle des Unterrichts mehr annehmen. Weil man kann das natürlich quasi als großen Upload-Server betrachten, oder man kann, und das passiert bei einigen Dozierenden inzwischen durchaus, versuchen, ganz andere didaktische Modelle zu entwickeln, die für die Studierenden den Vorteil haben, dass sie asynchron sind. Das entstresst meiner Ansicht nach den Studiengang durchaus, und es entstresst die Arbeit der Dozierenden, weil sie eben nicht sagen, ich kann in dieser Woche überhaupt nicht unterrichten, weil da gibt es ein Konzertprojekt. Da sehe ich durchaus Vorteile, dass die Digitalität eben in der Zeitlichkeit eine Entkopplung bringt. Bis jetzt muss man natürlich sagen, ist es wahrscheinlich für die meisten Betroffenen, sowohl Lehrende als auch Studierende, auf jeden Fall eine Mehrbelastung. Und ich kann mir vorstellen, dass es für einige durchaus auch frustrierend ist. Auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand wenn wir mal wieder eine normale Situation haben und jemand dann sagt, das ist einfach nichts für mich, für mein Unterrichtsmodell, ich brauche einfach diesen physischen Kontakt oder ich kann auch mit Computern nichts anfangen, dann bin ich zufrieden, wenn jemand das nach der Erfahrung sagt, das ist nichts für mich. Aber wenn jetzt dieses Pilotprojekt so stattgefunden hätte und einfach keiner mitgemacht hätte, dann wüssten die nicht, ob das was für sie ist, sondern sie wollten nur nichts damit zu tun haben. Und insofern ist es in jedem Fall eine Chance, dadurch, dass man einfach in Kontakt gekommen ist. Und dadurch, dass so viele in Kontakt gekommen sind, glaube ich auch, dass sehr viele im Gespräch sind. Also wir wollen ja nicht, dass wir jetzt die Musikhochschule in eine Fernuniversität umbauen. Ich habe mit Instrumentallehrern gesprochen, die gesagt haben, dieses Unterrichten durch Video-Upload hat unglaubliche Vorteile. Ich möchte es nicht als Ersatz nehmen, weil ich muss natürlich ist der direkte Kontakt fehlt, aber es hat eben auch Vorteile und ich werde das auf jeden Fall behalten und meinen Unterricht später halb-halb machen. Eine andere Sache, die sich jetzt doch herausgestellt hat, die sehr vorteilhaft ist, ist alles, was dieses ganze Management des Unterrichts angeht. Allein schon, dass man einfach seinen Studenten eine Mail schreiben kann, indem man in seinem Kurs die anschreibt. Man muss nicht mehr anfangen, sich die E-Mail-Adresse von allen Studenten einzuholen und jeder weiß, mein Lehrer kann ich auch einfach so anschreiben. Dass wir ja inzwischen eine Generation Studierende haben, die mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an die Hochschule kommen. Und durch Corona bedingt ist das so, dass das eben jetzt einfach zu gehen hat und dann auch irgendwie geht. Wir haben hier innerhalb kürzester Zeit die Kapazitäten dramatisch erweitert. Da muss man auch ein großes Lob an das Rektorat und an unseren Kanzler stellen. Das ist wahnsinnig problemlos durchgebunken worden. Wir haben Kapazitätserweiterung bei Clarian eben. Also das ist jetzt eine richtig dicke Maschine. Da habe ich auch die nächsten Jahre keine Bedenken. Auch diese Videoplattformen sind im Prinzip einfach abgesegnet worden mit dem Kommentar, wenn ihr glaubt, das ist notwendig, dann passiert das. Also es hängt an ganz vielen Sachen. Und gerade in der Situation kommt es auch darauf an, dass jeder eigentlich das befolgt, was ich immer als digitalen Hygienemaßnahmen bezeichne. Deswegen ist auch, was wir in den letzten Wochen sehr stark betrieben haben, geht sehr stark darauf hin, diese Sachen zu dokumentieren.
weil viele einfach kein Verständnis haben können, natürlich, wo wie die Zusammenhänge sind. Da haben wir auf Glarian und in den, auf der dazugehörigen Website relativ ausführliche Anleitungen jetzt und Informationen bereitgestellt. Wir haben da nachgelegt und hoffentlich jetzt auch die Erwartungen der Studierenden ein bisschen erfüllt. Ja. Uns erreichen natürlich ständig, also jetzt nicht mehr so viel, aber anfangs ständig Klagen. Das basiert alles auf ziemlich neuen Internettechnologien. Und das bedeutet erstens, dass man neue Geräte braucht, neue Software und neue, auch also entsprechend hochwertige Internetverbindungen. Also ein Verdacht, der mir manchmal so entgegenkommt, ist, die Hochschule sei nicht ausreichend ausgestattet. Und dem möchte ich ganz stark, also wirklich entschieden entgegentreten. Die Schwachstellen oder die Engpässe liegen nicht hier, sondern eigentlich immer an den Endpunkten. Weil wir natürlich auch nicht jetzt erwarten können von jedem Lehrenden, jedem Studierenden, kauft euch bitte ein neues Laptop, macht einen besseren Internetvertrag und dann wird es schon gehen. Aber im Prinzip wäre das leider das. Eigentlich kann ich nur jeden bitten, bevor man sich das nächste Mal über eine problematische Videokonferenz beklagt, also nicht bei uns beklagt, sondern sich darüber ärgert, das mal zu Herzen zu nehmen. Im Prinzip muss jeder versuchen, seinen kleinen Teil dazu beizutragen, dann geht es auch besser. Wir haben hier auch wieder so ein Guerilla-Projekt, diesen Conclave-Server aufgesetzt. Das ist aber ein System, das gedacht ist für kleine Konferenzen. Wir sind gerade bei der Einführung von einem System, das heißt Big Blue Button. Das ist eher ein System, das für große Konferenzen oder für Seminare, Vorlesungen gedacht ist. Wir haben aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, Video- und Telefonkonferenzen über das deutsche Forschungsnetz zu fahren. Also deswegen haben wir die Bitte vom deutschen Forschungsnetz, bitte nicht mehr als 23 Mitglieder zu machen. Zoom ist datenschutzrechtlich natürlich sehr bedenklich. Da müssen wir einfach sagen, wer das machen will, kann das. Wir haben Lizenzen, auch meiner Ansicht nach mehr als ausreichend Lizenzen. Wir erfahren ja gerade Big Blue Button Tests. Das ist im Augenblick noch im Testbetrieb. Da ist aber jetzt die letzten Tage eigentlich nur sehr positive Rückmeldungen gekommen. Insofern bin ich da eigentlich optimistisch. Das hat den großen Vorteil, das System ist im Haus, da gehen keine Studierenden- oder Dozierendendaten über irgendwelche Drittsysteme raus. Und die Netzanbindung im Haus ist, würde ich mal sagen, ziemlich phänomenal. Zu der Frage, warum funktioniert Zoom besser? Warum funktioniert auch Skype besser? Bei Zoom und Skype ist es so, dass alle Signale auf einem großen Rechenzentrum verarbeitet werden und das, was Sie als Teilnehmer von den anderen bekommen, wenn Sie da 25 Kacheln sehen, ist es letztlich ein Bild, so wie wenn Sie sich auf YouTube ein Video anschauen. Und das ist natürlich eine Sache, die man in einem Haus wie hier einfach nicht stemmen kann, dass wir so ein Hochleistungsrechenzentrum hier aufbauen würden, das eine entsprechende Software laufen lässt. Ich habe oft in diesen Gesprächen oder in den Mail-Austauschen das Gefühl, wenn die Leute das wüssten, wenn ihnen das bewusst wäre, dann wären sie vielleicht auch ein bisschen entgegenkommender oder weniger in so einem Protestmodus, wie man ihn manchmal erlebt. Da hat ja der Asta netterweise neue Rechner finanziert, die im Augenblick auch die schnellsten Rechner im Haus sind. Also die sind eigentlich richtig schön. Funktionieren meiner Ansicht nach auch ganz gut. Also das ist die Hälfte dieser Studententeile sind ja jetzt neue PCs. Wir haben ein Problem mit den Druckern. Die sind sehr, sehr zickig, wenn man sie ansteuern möchte, so wie wir das im Augenblick machen. Und wir haben seit einem Dreivierteljahr jetzt eine ganz tolle Drucksoftware installiert bei uns, die dummerweise mit diesen Kyocera-Druckern so nicht läuft. Oder ich sage das mal umgekehrt, sobald sie läuft, ist es ganz toll, weil dann können wir nicht bloß aus dem Foyer drucken, sondern wir können auch aus dem Medienraum drucken. Dass man aus dem WLAN von seinem Gerät den Druckjob abschieben kann und kann den abholen. Also, das ist das Ziel. Es ist praktisch, man sitzt irgendwie im Foyer, arbeitet mit seinem Laptop, kann einen Druckjob abschicken, geht mit seiner Karte hin und kann abholen. Der Traum. Aber guter Plan, aber wenn wir jetzt die Firmware nicht kriegen, das ist alles, ja. Musiker haben die Tendenz, viel auszudrucken. Wenn so ein Kopierer mal hängt, also lieber einmal mehr den TD rufen, auch wenn mich jetzt der TD wahrscheinlich dafür lügt,
als eigene Reparaturoperation am offenen Herz zu machen. Ne? Wir haben hier im Haus ein eigenes Projekt mit einem eigenen abgestellten Mitarbeiter. Das ist die Stabsstelle Raumbelegung, das ist der Herr Scheele, die jahrelang nach einer vernünftigen Raumbelegung gesucht haben. Das ist in der Überzeugung, sie haben sie jetzt gefunden, das ist das System Azimut. Das hängt jetzt ein bisschen in der Schwebe, weil wir, wie gesagt, demnächst ein komplett neues Campus-Management-System haben, das ist HIS-in-One-System. Und da die Anbindung eben an die Studierendendaten noch nicht geklärt ist, also wie das sinnvoll angebunden werden kann, das ist natürlich auch immer ein Datenschutzproblem. Das ist aber auch, muss man sagen, ein Projekt, das der Hochschulleitung sehr am Herzen liegt. Einerseits, weil das ein Problem ist hier im Haus, wir haben zu wenig Räume. Andererseits, weil wir hoffen, dass man über das genaue Dokumentieren, wo sind diese Engpässe, einerseits Kapazitäten schafft und andererseits eine Rechtfertigung gegenüber der Landesregierung hat, warum wir denn schon wieder einen Anbau brauchen. Ja. Sollte dann aber, wenn es kommt, relativ schnell gehen. Ja. Dann vielen Dank an der Stelle für Ihre Zeit und das Gespräch. Und es war schön, mal jetzt ein paar der Gesichter in der IT wirklich mal jetzt zu sehen. Und ich denke, viele von uns wissen jetzt mehr und können Dinge besser verstehen. Viel Erfolg weiterhin für Ihre wertvolle Arbeit hier am Haus. Danke. Genau, bei uns.